Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, The Firestorm LP, und ich begrüße euch recht herzlich zu Part 20. Ja, 20. Von Assassin's Creed 3, wie gesagt, sind wir hier gerade. Davenport-Siedlung. Haben uns gerade hier am Fluss ein paar neue Siedler zu uns geholt. Kann man das so sagen? Ja, ich denke, das kann man so sagen. Und was mache ich hier? Ich wollte eigentlich in die Karte. Was machen wir jetzt? Ja, diese Karte hier ist einfach grässlich. Eine schlechtere gibt es nicht in einem Assassin's Creed Spiel bisher. Gut, ich habe noch nicht alle gespielt, aber egal. Egal, wir machen jetzt erstmal diese Siedlungsmission hier. In 240 Metern. Das finde ich ganz gut, dass sie so angezeigt wird. Aber wie gesagt, es muss ja auch mal was Besseres geben. Mal was Gutes geben. Ey, yo, Leute, was geht? Ja. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen Zeit aufgebracht. Wir haben gerade Osterferien. Das heißt, ich habe die reguläre Zeit, also wenn ihr meinen Kanal verfolgt habt bisher, oder das letzte Video angeschaut habt, oder die letzten Videos von Assassin's Creed, dann müsstet ihr wissen, oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist auch gut, einfach. Dann wisst ihr ja, dass ich ja das Abi mache, aktuell. Ich bin gerade in der Abi-Zeit. Das heißt, es kommen, kann nicht so viel aufnehmen. Öffentlich stellen geht wahrscheinlich, aber da bin ich auch aktuell sehr inkonsistent. Ich vergesse es eigentlich immer, wieder mal ein neues Video reinzustellen. Das tut mir natürlich leid. Allerdings muss ich auch sagen, wie gesagt, ich habe jetzt Osterferien. Kann ich vielleicht noch ein bisschen was aufnehmen am Material für Assassin's Creed 3. Genau. Aber mehr auch nicht. Also Uncharted 3, weil ich Uncharted 2 habe ich schon durch und muss jetzt nur noch hochgeladen werden. Vielleicht ist es auch schon, weil es ist höchstwahrscheinlich schon hochgeladen. Wenn ihr das Video guckt, ist es wahrscheinlich schon komplett. Aber wow. Wie gesagt, aber ich bin ein Abi-Vorbereiter, das heißt, jetzt muss ich noch ein bisschen Konzentration aufwenden. Ich kann noch ein bisschen meinen Schnitt pushen durch die Klausuren, wenn ich ein bisschen besser bin als normal. Und deswegen. Du greifst. Na, geh nach Hause. Zieht mich doch bitte hoch! Ich hol dich her. Hab Dank! Bist du wohlauf? Ich glaube, es ist nicht viel passiert, nur ein gehöriger Schreck. Bastarde! Was wollten sie von dir? Mein Geld! Doch das war nicht viel und dann wollten sie mich dafür bestrafen. Eigentlich dumm. Allein schon mein Werkzeug ist sehr viel wert für den richtigen Mann. Wie auch immer. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ist noch weit bis zum nächsten Gasthaus. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Hast du kein Zuhause? Ach na ja, ich war ein stolzer Bewohner Bostons bis vor kurzem. Doch ich bin einfach kein Unterstützer ihrer Majestät. Und die Loyalisten verjagten mich aus Haus und Werkstatt. Viele hier in der Gegend könnten die Dienste eines tüchtigen Handwerkers gebrauchen, falls du dich irgendwo niederlassen willst. Ist das wahr? Das werde ich mir ansehen. Jo.
Lance kann neue Gegenstände herstellen, wie zum Beispiel Truhen und Fässer. Nice. Alles klar. Dann gehen wir auf die Karte. Ja, hier sowas, Hinkemans Klunker oder so. Also hier generell so die krassen Emissionen. Glaube ich nicht, dass ich die machen werde. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel Lust. Aber so hier diese Siedlungsmissionen, die denke ich, werde ich schon alle machen. Sind eigentlich auch ganz coole Stories dabei und so. Und das gehört ja auch irgendwie alles so ins Gefüge. Aber so Sammeldinger oder so, das ist eigentlich sowas. Klar, das mache ich, macht man als Assassin's Creed-Fan und so. Und als jemand, der das Spiel durchspielen will. Allerdings jetzt im Let's Play. Also vielleicht mache ich das mal so als Special-Folge. Habe ich ja auch schon angekündigt in den anderen Assassin's Creed-Teilen. Dass ich darauf Bock hätte, das so als Special zu machen. Würde ich auch machen, wenn ich mal... Wenn ich mal eine Gelegenheit hätte, oder eine Aktion kommt, wozu ein Special nützlich wäre, ja. Also wenn ich eins bräuchte, dann würde ich auch eins machen. Oder wenn ich eins machen müsste oder wollte. Aber lohnt sich ja aktuell nicht, da es ja keine Special gibt. Weder Abonnenten oder so. Also, keine Ahnung, 100 Abonnentengrenze irgendwie, weiß nicht. Aktuell bin ich ja noch bei 76, aber das ändert sich auch wieder alle paar Tage. Mal geh einmal ein runter, mal ein mehr, mal ein weniger. Deswegen, ja, mal abwarten. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert, kommentiert, gefällt mir zu wissen. Ganz klar, gib mir nur ein Schiff und eine Crew und ich finde heraus, was ihm so wichtig war. Einst traf ich ihn, den Captain. Er war 7 Fuß groß, ungelogen, das sag ich dir. Beine wie Bäume und Arme wie ein Schmied. Hat mir fast die Hand vom Leib geschüttelt. Da konnte ich es fühlen, als ich ihn traf. Keine Waffe konnte dem Mann ein Leid zufügen. Was geht mit dir ab, Digga? Nein, dir wollen wir ja nicht wehtun. Dann gehen wir mal hier hoch. Achilles. Alles klar, hier bin ich. Was wolltest du von mir? Die Ausbildung beginnt. Sagte, hau ab, Bursche. Sprichst du des Königs Sprache nicht? Hab dich nicht gesehen, alter Mann. Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manieren. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber... Mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Nadia Kia, Bursche! Das Phantom der Nordmeere! Das Boot. Boot? Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles instand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Sie, Bursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange, bis es Sie in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew.
Alles klar. Achilles erreichen, alles klar. Achilles, ich komme zu dir. Wir brauchen Holz. Jede Menge Holz. So. Und betreten. Ah, da bist du ja. Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Und das hier? Das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern, bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Alles klar, im Bereich Lager können Sie Gegenstände von den Bewohnern der Siedlung kaufen. Außerdem werden alle Ressourcen in Ihrem Besitz angezeigt. Jo. Goodfrey und Terry haben Eichenholz zur Verfügung, dass sie ihn abkaufen können. Alles klar. Das Lager enthält neu. Handelsmenü auswählen, okay. Herstellung. Alright, okay. Danach verging die Zeit sehr schnell. Tage des Lernens, des Trainings und der Arbeit verschwammen. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer, über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen, ihre Pläne durchkreuzen. Dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihnen jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld, Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Oh, Connor. Growing up. So. Alles klar. Dann gehen wir direkt mal hier zur Mission. Ich denke, das ist eine eine Naval- Mission, also eine Mission auf See.